So, kommen wir mal zum zweiten Tag GTG-Training. Erstmal Schuhe anziehen. Das Dach ist total heiß. Ich habe ja gestern schon erklärt, wie das GTG-Training funktioniert. Habe das gestern auch durchgezogen. War eigentlich soweit ganz in Ordnung. Ich war sehr zufrieden. Das Einzige, was wirklich nervt, ist das Erwärmen. Ja. Ihr müsst euch jedes Mal wirklich erwärmen, auch wenn das nur eine kurze Belastung ist. Es ist eine sehr intensive Belastung und damit ihr euch eben nicht verletzt, solltet ihr die Erwärmung nicht weglassen. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ich gerade Takt-Planche gemacht habe und gestern One-Leg-Planche als Ausgangstest. Ist ganz einfach. Ihr habt ja gestern gesehen, dass ich den One-Leg-Planche ungefähr 10 Sekunden gehalten habe. Und ich sage einfach, dass es zu kurz ist. Ja, die Time Under Tension ist zu gering, um wirklich einen sinnvollen Trainingsreiz zu setzen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, die Progression ein bisschen nach unten zu nehmen, dafür länger zu halten. Habe dann den Takt-Planche genommen, bei dem ich bei ungefähr 20 Sekunden Haltezeit dann immer noch im Bereich von 50-80% der maximalen Leistung bin. Ja, ich habe gestern 7 Mal trainiert, glaube ich, ungefähr alle 90 Minuten immer. Heute habe ich teilweise 90, teilweise 60 Minuten Pause gemacht, um einfach die Frequenz ein bisschen zu erhöhen und mehr Sätze sozusagen zu schaffen. Beim Frontlever habe ich es genauso gemacht, den habe ich zwar fast 20 Sekunden gehalten gestern, es waren glaube ich 18 oder so. Trotzdem, es war ja im Video gestern zu sehen, dass ich kurz bevor ich absetzen musste, schon ziemlich nach unten durchhing, und um das einfach zu verhindern und eben innerhalb dieser 50-80% zu bleiben, habe ich das auch abgewandelt und werde das als Advanced Tuck Front Lever durchführen. Trotzdem, logischerweise, mache ich dann nach den 2 Wochen den Post-Test wieder mit dem One-Leg-Planche und mit dem One-Leg-Front-Lever, um einfach das sinnvoll vergleichen zu können und auch sagen zu können, ob das Training etwas gebracht hat oder nicht. Ja, ihr habt jetzt gerade den Planche gesehen. Waren ungefähr 20 Sekunden. Ich zähle das im Kopf immer so mit. Ihr könnt natürlich auch gerne eine Stoppuhr nebenbei laufen lassen. Das Video ist jetzt mittlerweile schon wieder fast 4 Minuten lang. Deswegen wird es langsam Zeit, zum Frontlever zu wechseln. Ich werde bestimmt morgen dann mal eine Erwärmung aufnehmen, dass ihr seht, wie ich mich für die beiden Techniken Planche und Frontlever warm mache, um möglichst die Verletzung vorzubeugen. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald, Alex.